am besten auch, dass jeder wirklich nachschauen kann. Und zwar, Guys, es wird sehr wichtig sein. Es wird sehr, sehr essentiell sein. Und zwar etwas, was bald stattfindet. Lass uns mal gemeinsam dazu ein Video anschauen, oder? Es wird sehr, sehr geil, Guys. Wow, guys, seid ihr ready für Italien? Guys, seid ihr ready für Italien? Weil ich bin sie für die, guys. Schaut mal ganz kurz eine 777 in der Chat, guys, falls ihr ready seid, weil ich bin ready, guys. Und ich kann euch sagen, jetzt schon, egal was du vorhast, okay, 18. bis 20. Oktober, trage es jetzt schon am besten sofort in deinen Kalender rein. Ja, damit du auf jeden Fall das Ganze nicht verpasst, schreib dir das auf. Mit Leuten, die gefehlt haben heute auf diesem Call, kommuniziere das Ganze. Ja, damit die das genauso eintragen, genauso das Ganze nicht verpassen und dieses Event, Guys, ja, diese Convention, diese Legende, ja, für sich persönlich mitnehmen. Alright, Guys? Es wird wunderschön sein mit krassesten Speakern, Guys, mit Multimillionären vor, die einfliegen. Ja, nicht wie dieses Mal nur aus unseren Reihen, sondern Guys aus Italien, aus USA, aus Japan. Es wird wirklich ein Erlebnis sein für euch. Vertraut mir, Guys, dort werden nicht Teams am Start sein, wie bei ACs, Guys, dort werden Länder am Start sein, alright, Guys? Und das wird wirklich wild. Ja, zweite Sache, Guys, die genauso gerade passiert, die gerade auf jeden Fall am Laufen ist, Guys, ist die Tour. Alright, Guys, ist gerade die Tour, Guys, okay? Die One More Run Tour. Und hier ganz kurz noch dazu, nochmal für eine Sekunde mein Bildschirm freigeben. Okay, jemand schreibt mir gerade, wann Link kommt. So, Bro, hä? Teamgruppe, guck doch. Einfach gerade mir Privatchat, keiner weiß. Jedenfalls, genau, Guys, ich zeige ganz kurz meinen Bildschirm und zeige das Ganze einfach mal, dass ihr das Ganze sehen könnt. Und zwar, Guys, One More Run Tour mit sehr, sehr krassen Menschen, mit allen Directoren von Empire, mit Daniel Fire genauso, mit einem Müsli, mit einem Hussein, ja, Daniel Ramos, Daniel Zubix, ja, genauso Ilya, genauso Jonas, Samet, wer noch? Okay, Daniel Fire habe ich gesagt, Erik Lukas, alle Persönlichkeiten, genauso auch alle E5-Mentoren von unserer Seite aus, Guys. Deswegen check it up, seid am Start, plant jetzt schon, Guys. Wo wollt ihr am Start sein? Wenn du ein Macher bist, wenn du wirklich dein Leben auf Next Level begeben möchtest, suche nach Gesprächen, stelle Fragen, weil ich weiß, es war schwer auf der Convention mit ASICS diesen Speakern Fragen zu stellen. Sie waren immer beschäftigt, sie waren busy, aber hier bekommst du die Möglichkeit, diese Menschen persönlich kennenzulernen und ihnen zu zeigen, wer du wirklich bist. Deswegen plane die Städte, schau, dass jeder deiner Teampartner genauso mindestens auf zwei dabei ist, okay? Geh das Ganze für dich persönlich durch und schau, dass ihr auch Launch Guys, okay? Prospects, weil es ist eine krasse Möglichkeit in Kombination mit was? In Kombination mit der Promotion, weil gerade ist es so, dass bei Gifu du für knapp 60 Euro günstiger starten kannst, okay? Vielleicht kann jemand davon einen Flyer weiterleiten. Guys, es ist eine Sache, die nicht jeden Tag passiert. Ich bin ehrlich mit euch, das ist crazy. Sowas gab es bei Gifu, by the way, in den letzten 12 Monaten noch kein einziges Mal. Guys, ich teile das Ganze mal ganz kurz in meine Cam. Guys, $50 off, das ist crazy. Checkt ihr, was ich meine? Sowas gab es selten. Das ist die beste Möglichkeit, dein Rank-Up dann zu machen. Das ist die beste Möglichkeit, Rank-Up deiner Organisation dann zu machen. Menschen zu helfen, passives Einkommen aufzubauen. Deswegen plane das Ganze. Wo kannst du dabei sein? Wo willst du dabei sein? In welchen Städten? Ja, in welchen Events? Stelle Fragen und mache das Beste draus, okay? Ich werde gleich ein paar Dinge dazu nochmal weiterleiten im Laufe, ja, des Speakers, der gleich auf jeden Fall seine erste Konversation mit dir führen wird in diesem Call. Aber bevor wir ganz kurz das Ganze abrunden, noch eine Kleinigkeit, noch zwei Kleinigkeiten, die wirklich wichtig sind, Guys, alright? Wir haben ein Announcement und zwar, wir haben neue Sachen, Guys. Okay, wir haben neue Sachen, wir haben ein paar geile Dinge für euch. Und zwar tatsächlich, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wir hatten ein, ich weiß nicht, ob das E1 in a Buff, aber auf jeden Fall vor einem Monat ungefähr ein sehr wichtiges Ereignis hat mit sehr wichtigen Liedern auf jeden Fall aus unseren Reihen, wo wir gemeinsam in Idiga Ella waren. Und dort haben wir einige Videos aufgenommen, die mittlerweile, Guys, auf der NBA-Webseite sind, alright? Guys, und ich kann euch eine Sache sagen, okay? Ja, die wurden geupdatet und diese Videos sehen mehr als sexy aus, okay? Also ich kann euch ganz kurz als Beispiel geben, bei Area 1 zum Beispiel, wow, mit Hussein Yaba, Guys, mit einem Erik Lukas, mit sehr, sehr, sehr krassen Persönlichkeiten, die sich extra für die Zeit genommen haben, um wirklich unsere Systeme zu verbessern. Genau
genauso auch ein Ida extra Videos aufgenommen hat für uns. Ja, genauso zum Beispiel ein Erik. Geist, wirklich sehr, sehr krasse Dinge. Genauso auch beispielsweise bei der dritten Area, wenn wir das mal gemeinsam genauso ganz gut anschauen. Geist, genauso hier. Da kam ein neues Video von Fabian rein, Geist, über die Geschichte von Network Marketing. Falls du es noch nicht kennst, ey, mein Tipp an dich. Also, wenn du irgendwas noch nicht gesehen hast, ey, bitte wenigstens schau dir dieses Video an, weil dieses Video wird dein gesamtes Leben komplett verändern, okay? Ja, genauso auch allgemein viele, viele geile neue Sachen, die genauso einfach mal von uns geupdatet wurden, alright? Geist, wirklich sehr, sehr schön von meiner Seite aus. Mit Jerome genauso, okay? Ja, mit einem Husse, mit einem Erik, genauso natürlich mit einem Tom, Geist, genauso natürlich mit einer William, also mit uns allen gemeinsam. Das kann ich euch auch gerne ganz gut zeigen. Ja, zum Beispiel auch zum Social Media Area. Ein paar Thumbnails müssen natürlich hinzugefügt werden. Ich warte auf den Designer, aber sonst, Geist, das ist all in all wirklich komplett, komplett fresh. Alright, ich kann euch ganz kurz zum Beispiel zeigen, wo Will mit am Start ist, auch sie ein paar geile Videos aufgenommen hat für uns alle. Also glaubt mir eine Sache, Geist. Ja, es wurde nichts Neues hinzugefügt, aber erneuert das, was da war, optimiert und so weiter und so fort. Von Tom seiner Seite aus genauso. Also, Geist, wirklich, checkt das ab, geht alle Areas durch. Ja, wird wirklich sehr, sehr geil sein. Bei der Personality Academy, by the way, ja, in Bezug auf das Thema Planung und To-Do-Listen. Wo noch Videos sind, wenn du Probleme damit hast, Dinge zu planen, Zeit zu managen, ey, meine Empfehlung an dich, geh das Ganze für dich durch. Es ist sehr, sehr, sehr interessant. Ja, genauso optimiert, viel kürzer. Keine Videos, die 20 Minuten gehen, 5 bis 7 Minuten alle, sehr, sehr kompakt, aber so goldwert informativ. Wow. Und bei der Gesundheit genauso, Guys, haben wir ein Video über. Ja, das Thema, wie du gesünder wirst, aber vor allem genauso wie die Produkte von Gifu, die genauso der liebe Fabian mit uns und für uns mit Ida gemeinsam damals gemacht hat. Deswegen, falls du darüber mehr erfahren willst, wie Live, wie Wave, wie die ganz anderen Dinge funktionieren, mein Tipp an dich, check it up, alright? Weil, Guys, diese Videos sind wirklich geisteskrank. Promote ihn sie in deinem Team und arbeite damit, alright? Guys, weil glaub mir eine Sache, ja, ich finde persönlich die Art und Weise, ja, die Großartigkeit, die Stärke der Nutzung der Dinge, die da sind, wird darüber bestimmen, wie weit du in diesem Business kommen wirst, okay? Weil du bist die einzige Person, die dafür sorgt. Und die letzte Sache, es ist eine kleine Veränderung, Guys, okay? Weil wir müssen neue Levels aufbauen, Guys. Wir wollen wirklich vorankommen, wir wollen wirklich wachsen und leider, was heißt leider? Ich meine, dass wir wachsen, ist es nicht. Leider ist es sehr gut. Ja, und wir freuen uns alle. Jeder macht seine Rank-Ups. Jeder kommt voran, macht Geld mit Trading allein, Geist. Ich meine, habt ihr gesehen, was die Jungs heute gepostet haben? Also allein das hat mich komplett weggeschickt, auf eine positive Art und Weise. Das hat mich wirklich so, wow, ey, wir haben das beste Leadership, Geist, die besten Tools, die besten Products und die besten Möglichkeiten. Ich zeige euch ganz kurz mal meine Instagram-Story, dass nochmal das Ganze jeder sehen kann, weil, Geist, wir haben Monthly Review bekommen, wieder mal von Y5 Money. Und diesen letzten Monat, Geist, der liebe Erik und der liebe Tarek, Geist, haben 22% Wachstum gemacht auf dein Konto, wenn du jeden Trade richtig mitgenommen hättest. Geist, lass uns ganz kurz mal mit Sieben ganz kurz in dem Chat austasten. Geist, wer hat heute alleine heute, Geist, fucking Take Profits gehabt? Mit von Erik, mit Gold, Geist, genauso allgemein mit Golden Era und so weiter und so fort. Wow, Geist, also for real, wenn du immer noch nicht bei Wi-Fi Money drin bist, keinen Plan hast, was es bedeutet, geh auf mich zu. Geh auf Tom, geh auf William zu, ja, oder auf deine nächste 1K-Upline. Sie wird dir auf jeden Fall helfen, das Ganze für dich zu nutzen, Guys. Wow, also wirklich, das heißt, hier steht sogar unten, okay? Pass auf, Guys. Wenn du, okay, mit 1000 Euro gestartet hättest, okay, und du hättest zum Beispiel einen Account, ich weiß nicht, was, ich sehe leider wegen diesen Gesehenen nichts, leider Gottes, aber jedenfalls, du hättest auf jeden Fall Profit gemacht. Wir sagen das Ganze mal so, okay? Ich sehe leider nicht, was hier steht links, aber du wärst auf jeden Fall im Plus, okay? Das ist crazy. Deswegen, Guys, nutze das Ganze für euch, okay? Geht damit wirklich raus, postet das Ganze, promote damit. Und die letzte Sache, die ich eben ansprechen wollte, ist, wie gesagt, Guys, das Thema Kalender. Weil wir wachsen, Guys, und Dinge sich verändern, ja, und wir leider Gottes nicht wirklich, ja, halt unlimitierte Zeit haben, haben wir das Ganze so, und ich will es einfach ganz kurz aussprechen. Ja, mal geplant und strukturiert, dass wirklich nicht jeder den Zugang bekommt, weil auch diese Persönlichkeiten sehr busy sind, wie ein Jerome vor allem. Und erst recht muss ich gar nicht über Hussein, Erik und so weiter und so fort sprechen. Guys, Jerome Tolle war sein Kalender, einer unserer größten Mentoren. Ja, wird auf jeden Fall zugänglich erst ab einem E7 sein. Deswegen, falls du Jerome mit Jerome eng zusammenarbeiten möchtest, okay, wenn du sagst, ey, Jerome ist fucking crazy, was er ist, okay, dieser Mann ist eine Legende, er ist wirklich ein Talent in diesem Business. Ja, die Person, die definitiv dir hilft,
ja, ins Geld verdienen zu kommen, okay, und dein Leben zu verändern, gehe ich Seven und bekomme die Möglichkeit, mit ihm enger zusammenzuarbeiten, okay? Mein Kalender wird ab jetzt ab Rising Star sein, okay? Deswegen, wenn du mein Kalender haben möchtest, geh Rising Star, um das Ganze für dich zu nutzen. Und Kalender von William, Kalender von Tom werden auf jeden Fall für alle Menschen wirklich zugänglich sein, wo sie das Gefühl haben, ey, er ist all in. Sie ist all in. Sie meint das Ganze ernst mit diesem Business. Ja, und so weiter und so fort. Und sonst alle deine E7, E1-Appliance, natürlich, du hast kompletten Zugang zu deren Kalendern wie davor. Ja, um das Ganze einfach mal besser zu nutzen. Deswegen nicht wundern, falls du vielleicht aus meinem Kalender gepurchased bist oder aus von Jerome seinem, I don't know. Aber einfach, dass du Bescheid weißt. Deswegen, ey, Guys. Ganz wichtige Ankündigung an der Stelle, weil wir wachsen, wie gesagt, und wir müssen auf jeden Fall neue Levels aufbauen. Ich bin ready. For today's first speaker und Guys. Mr. TP, Guys, Mr. TP ist der erste Speaker. Mr. TP, Guys, wer ist Mr. TP? Nicht Dick Prophet, Guys, sondern Tom Philipp Pützenreuther, oder? Guys, ich kann so viele Dinge über diesen Mann erzählen, ich kann so viele Sachen sagen, Guys. Sag mal ganz kurz, wer ist bei Tom im Team, Guys? Sag mal ganz kurz eine 7, ein Emoji, irgendetwas in der Chat, Guys, okay, das ist crazy. Das ist wirklich komplett crazy, Guys. Nicht Jerome, sag ich schon. Jerome, Guys, Tom ist eine Persönlichkeit, ja, die wirklich auf so eine Art und Weise mein Leben geprägt hat. Ja, aber auch genauso vor allem Tom. Ja, ich habe gerade, glaube ich, Jerome wieder gesagt. Ne? Ich habe keine Ahnung, was mit mir ist. Keiner weiß. Ja, aber Tom, Guys, aber auch Tom hat mein Leben geprägt. Vielleicht ist er eine Person, die damals ich an die Hand genommen habe, aber ich kann von meiner Seite aus behaupten, dass dieser Mann mittlerweile an einem Punkt ist, wo ich von ihm sehr, sehr viel lerne. Wo er an einem Punkt ist, wo ich sehr, sehr viele Dinge übernehme, auch von ihm vor allem. Ja, weil ich merke, er wächst genauso wie ich. Ja, er kommt jeden einzelnen Tag voran. Er wächst in seiner Persönlichkeit, im Trading, im Business. Und das ist wirklich bewundernswert. Weil, Guys, dieser Mann, den müssen wir ganz gut checken. Guys, dieser Mann studiert, er zieht Gym durch, er hat einen Job. Fast Vollzeit. Er ist E2000 in diesem Business. Und wenn du irgendwie Probleme hast, irgendwie Rising Star zu gehen, weil du eine Ausbildung hast, dann tut es mir leid, aber dann musst du irgendwas verändern in deinem Leben. Wenn er das hinbekommt und er ist definitiv nicht die Person, die damals irgendwie krass war, Guys, er war der unselbstbewussteste, den ich jemals kennengelernt habe in diesem Business am Anfang. Aber er war bereit, eine Decision, eine einzige Decision zu machen, um sein Leben zu verändern. Guys, er war die Person, die gefühlt irgendwie nur feiern war. Er war die Person, die rausgegangen ist die ganze Zeit. Er war die Person, die nicht sprechen konnte vor Menschen. Er hat gestottert, aber durch die Zeit, durch die ganze Neins, durch die ganze Ablehnungen und Absagen, durch das Vorankommen in seinem Leben, kam dieser Durchbruch. Und genauso wird es bei dir kommen. Wenn du Tom zuhörst, wenn du mitschreibst, wenn du Notes machst, weil Guys, Notes are Money Makers. Lass uns diese Information nutzen, nach außen bringen und umsetzen, weil dieser Mann an diesem Punkt sich befindet, sei es finanziell oder persönlich, wo du stehen willst. Alright? Deswegen, Guys, lass uns aufpassen, lass uns ready sein. Tom, danke, dass du wirklich dir die Zeit nimmst und allgemein auch dich vorbereitest. Ja, allgemein für unser gesamtes Team und allgemein dein Mehrwert teilst, vor allem für die Leute, die nicht bei ASICS dabei waren. Es ist definitiv relevant. Deswegen leg jetzt bitte, Guys, dein Handy beiseite, mach Flugmodus an, nicht auf TradingView sein, nicht auf WhatsApp, nicht auf Instagram, nicht auf Snapchat, egal ob du E1, E7 bist. Guys, lass uns lernen, weil Persönlichkeitsentwicklung ist auf jeder Ebene relevant. Und dieser Mann wird genau diese Dinge dir geben, damit du dein Leben auf Next Level begeben kannst. Next Rank erreichen kannst. Weil wir haben, Guys, am 11. August, am Ende der Tour, ein E7 and Above Leadership Event. Guys, ein exklusives Event für alle Menschen, die in der Ranked Elite 700 erreicht haben. Und wenn du diesen Rank erreichen willst, dann hört uns ganz genau zu. Weil bei diesen Events kommen sehr exklusive Dinge. Und ich kann euch eine Sache sagen: Du willst E7 gehen bis zu diesem Event, um dabei sein zu können. Weil die Dinge, die du dort lernst, für das Leben, für das Business, Guys, es ist unbeschreiblich. Deswegen, Tom, danke dir. Zeig mal ganz kurz alle Stifte und Notizbücher in die Luft, dass ich es sehe, dass ich Tom das Wort gebe, weil wir müssen aufpassen, wenn er spricht. Danke für deine Zeit, Bro. The stage is yours. Du kannst dich definitiv entstummen. Let's go. Alright, Brother, danke dir auf jeden Fall auch für deine lieben Worte. Okay. Ja, Mann, es sind auf jeden Fall auch hier sehr, sehr viele Leute auf diesem Call. Mega, mega geil. Ich bin der Meinung, wir können auf jeden Fall bestimmt noch was einiges da draufpacken. Deswegen, ey, wenn du Leader bist, schaffen wir nochmal, dass du Leute anrufst. Okay, guck, lass uns auf jeden Fall gucken, dass der Teamcall noch voller wird. Ich sehe wunderschöne Menschen hier auf dem Call. Ich sehe hier, ja, wen sehe ich denn hier, der wunderschön ist?
Weiß ich nicht, ne? Nein, Spaß, okay. aber egal, alles gut. Nerds in Netflix, ihr seid alle wunderschön, okay, wisst ihr Bescheid. Aber lasst uns auf jeden Fall gerne reinstarten, auf jeden Fall auch hier, weil ich meine, es geht auf jeden Fall um den ACX Recap Call. Und ich meine, wir wollen auf jeden Fall schauen, okay, was haben wir denn eigentlich gelernt? Meine Frage zuerst, okay, wer war eigentlich nicht auf ACX am Start? Einmal eins in den Chat. Warte mal kurz. Wer war nicht auf ACX am Start? Okay. Eins, zwei Personen, drei Personen, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn. Okay, es waren auf jeden Fall ein paar Leute jetzt nicht am Start. Okay. Umso besser. Okay. Es ist auch egal, ob du jetzt am Start warst oder nicht am Start warst. Es geht hauptsächlich immer darum, okay, dass wir alle jetzt nochmal so eine kleine Reflexion haben von dem Event, was wir hatten. Und ich bin euch ehrlich, ich fand das wirklich so krass, weil ich bin der Meinung, okay, dieses Event haben wir auch immer wirklich gebraucht. Ich denke, dass wir alle, sag ich mal, dieses Event irgendwie wirklich darauf hinausgeschaut haben und wir wirklich auch gecheckt haben, okay, wow, ich bin sowas von gehypt auf das nächste Event. Okay, wer fühlt das, okay, wenn der auf diesem Event gewesen ist? Ich dachte, okay, das war so geil gewesen, ich muss safe in Rom dabei sein. Okay, wer kennt das? Und ja, ich sehe auf jeden Fall schon die Sevens auf jeden Fall in den Chat. Aber Leute, ich finde, A6 war eine gewisse Destination gewesen und ich denke, auch Rom wird es auch genauso sein. Das heißt, schaffen wir, dass du dir jetzt schon Ziele setzt bis Rom. Okay, weil ich meine, im Endeffekt, wir sind hier, um natürlich auch irgendwo erfolgreich zu werden. Wir sind hier, um irgendwo Geld zu verdienen, weil wir sind gestartet aus einem Grund, sondern du hast ein Warum. Du hast ein Why. Und dieses Why sollten wir natürlich schauen, dass wir auch irgendwo erfüllen. Und der erste Step ist es natürlich, dieses Warum zu erfüllen, die ersten Profite im Training zu machen. Okay, der ersten Rang zu haben, in den Rising Star zu gehen, in den E700. Und ich will dir heute einfach nur ein paar Learnings, sag ich mal, auch mitgeben, die ich auch wirklich für mich gelernt habe. Und als allererstes möchte ich vor allem auch über das Trading Panel reden, was wir auf jeden Fall auch hatten. Weil, ey, wer sind hier meine Trader? Okay, einmal ganz kurz eine 888 in den Chat, einmal eine Trader hier. Drop mal ein bisschen was hier in den Chats. Okay, sag ich mal, ich will mal ein bisschen Energy von euch haben. Alright. Easy, guys, weil ich sag euch so, auch wenn du ein Trader gewesen bist, ich habe wirklich auch einige Sachen mitgenommen aus diesem Event. Und deswegen will ich dir mal ein paar Learnings einfach von mir teilen, weil wir hatten dort sehr krasse Trader, Leute wie ein Tarek El Gagouri, okay, Leute wie ein Nick, ich glaube Nick Deleske heißt er, glaube ich, irgendwie so, und auf jeden Fall noch ein paar andere Trader, die ich jetzt nicht unbedingt kannte, auf jeden Fall ein paar krasse Leute. Und im Endeffekt würde ich hier ein paar Nuggets jetzt, sage ich mal, mitgeben. Ich fand vor allem auch eine Sache wichtig, und zwar, das kannst du gerne jetzt mal aufschreiben, und zwar warum der Grund, warum die meisten Menschen jetzt nicht profitabel sind im Trading, ist halt einfach, weil sie zu abhängig sind von dem Geld. So, das bedeutet also, wenn du jetzt tradest, okay, dann hast du wahrscheinlich ein Echtgeldkonto, aber wahrscheinlich hast du jetzt dein Echtgeldkonto jetzt eingezahlt mit der Intention, aber jetzt damit Geld zu verdienen. Aber das sollte nicht der Fall sein. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat, aber wenn du in der Wi-Fi-Money-Gruppe Echtgeldprofite mitnehmen möchtest, dann geh nicht mit der Einstellung rein, dass du Geld machst, sondern dass dieses Geld weg ist. Weil du solltest mit der Einstellung reingehen, dass das Geld verschwunden ist. Okay, das heißt also, das Geld hast du für Schuhe ausgegeben, in dem Sinne, sag ich mal. So solltest du denken. Weil die meisten Leute denken, okay, ich muss Geld verdienen im Trading, und genau deswegen werden sie auch kein Geld machen, weil sie emotional abhängig werden von den Trades. Deswegen ist eine Sache wichtig: Wenn du zu abhängig bist von dem Trade, weil es geht langfristig darum, wenn du finanziell frei werden möchtest, ey, dann kannst du nicht nur Trading machen. Weil ich kann dir jetzt schon mal eine Sache sagen: Wenn du nur Trading tust, dann ist es genauso, als würdest du nur eine einzige Einkommensquelle haben. Dann bist du genauso, wie als wärst du im 9-to-5. Wenn du in deinen Job gekündigt wirst, bist du am Arsch. Stell mal ganz kurz vor, du hast einen unprofitablen Monat, dann bist du auch am Arsch. Und deswegen ist es wichtig, im Unternehmertum mehrere Einkommensquellen dir aufzubauen. Das bedeutet also, im Network Marketing zum Beispiel ist eine perfekte Möglichkeit dafür. Und ich will jetzt nicht immer auf Network pitchen, aber es ist ein Fakt. Stell mal ganz kurz vor, du könntest dein Trading-Konto ausgleichen und du hast jetzt nicht so diese profitable Woche, aber du wirst es am Freitag kommt dein nächster Paycheck schon mal an. Das bedeutet, du weißt, du hast schon mal Geld gemacht. Oder vielleicht irgendwas anderes. Sei es jetzt Dropshipping oder irgendwas anderes. Okay, eine Immobilie hast du vielleicht die gezogen wegen deines Jobs oder was weiß ich. Es ist wichtig, du kannst nicht nur Trader sein. Und das ist das Ding, weil du kannst, safe. Aber ich meine, stell dir mal ganz kurz vor, du müsstest denken, okay, wenn ich diesen Monat keine 2% mache, dann kann ich meine Miete nicht zahlen. Okay, das wär kein gutes Trading, okay, bei allem Respekt. Es ist wichtig, dass du unternehmerisch denkst, dass du mehrere Einkommensquellen irgendwo aufbaust. Deswegen, merk dir das, sei nicht von deinem Geld abhängig. Okay, so. Nächster Punkt ist vor allem auch, du gibst einen Stop-Loss zu krassen Wert. So.
Weil das Ding ist, viele Leute lassen sich sehr krass beeinflussen von ihren Stop-Losses. Viele Leute lassen sich zu stark beeinflussen daher, okay, wenn sie jetzt negative Zahlen auf ihrem MetaTrader sehen. Aber schau mal, das ist komplett normal und das ist komplett okay. Nur weil wir jetzt in der Y-Family-Gruppe zum Beispiel auch eine Woche hatten, wo alles explodiert ist, wo jeder Geld gemacht hat und dann gibt es mal eine Woche, wo es nicht so gut lief, okay, rasten auf einmal alle Leute aus und denken, oh mein Gott, warum verlieren wir Geld oder was? Hey, guck mal, das ist normal, Mann, das ist Trading. Okay, das ist normal, aber du verstehst nicht, die Macht deines Chancen-Risikoverhältnisses. Das heißt, du hast einen positiven CRV. Du weißt, du wirst langfristig sowieso Geld machen, wenn du einfach nur dein Risiko einhältst. Das heißt also, hey, wenn du einen Stop-Loss zu krassen Wert hast, kannst du nicht erwarten, irgendwo voranzukommen. Weil die meisten Leute, okay, wenn es vor allem auch ums eigene Trading geht, fokussieren sich meistens zu stark auf die 20%. Weil Trading besteht zu 20% aus Strategie und 80% aus Mindset. Okay, und wenn wir 20% nehmen, dann geht es vor allem daher, nur die Strategie zu können, aber darum geht es nicht, sondern es geht die 80% davon, das Mindset zu meistern. Und dementsprechend haben wir solche Teamcalls, weil deswegen finde ich es immer lustig, wenn Leute zu mir sagen, ja Bruder, ich brauche diese Teamcalls nicht. Okay, tamam, alles gut. Geh nicht auf diese Teamcalls, alles gut, aber dann kannst du auch nicht erwarten, Geld im Trading zu verdienen. Wie oft habe ich das schon gehabt? Okay, auf einmal quitten Menschen in diesem Business. Ich bezahle nicht mehr ihre Autoship. Ja, weil sie denken, sie kann, du kannst alleine bekommen. Okay, Fakt ist, okay, die meisten Menschen werden sowieso es nicht schaffen, dann irgendwo langfristig gesehen Unternehmer zu werden. Wenn du es nicht schaffst, auf einen Teamcall zu kommen, okay, eine Stunde fokussierte Zeit zu nehmen von Menschen, die mehr Geld verdienen als du, okay, dann alles gut. Dann nimm das lieber nicht mit. Dann hast du es sowieso wahrscheinlich nicht verdient. Okay, wenn du es nicht schaffst, deine Autoship zu bezahlen, nicht mal 150 Euro im Monat zu investieren für dein Business, um dein voranzukommen, also für dein Wachstum als Mensch und nicht nur eine Investition in dein Unternehmertum. Da kannst du nicht erwarten, irgendwo Geld zu verdienen. Das ist das Ding. Und darum sind wir auch hier gestartet. Na, guck mal, hier lernst du einen folgenden Punkt. Und zwar, bitte schreib dir das auf, okay? Du kannst nicht erwarten, okay, perfekt zu traden und immer Profite zu machen an Märkten, die konzipiert sind, dafür, um dich verlieren zu sehen. Das war jetzt ein langer Satz. Okay, so, ich wiederhole es nochmal. Du kannst nicht erwarten, perfekt zu traden und immer Profite zu machen an Märkten, die dafür konzipiert sind, um dich verlieren zu sehen. Ich fand, das war ein Satz, der hat sehr krass gedacht. Eine Person kann es ja gerne in den Chat schreiben, die es auf jeden Fall gerade mitgeschrieben hat. Okay. Aber haben wir ganze Leute. Aber genau, so viel auf jeden Fall auch zum Trading Panel, weil ich fand, meiner Meinung nach, okay, hat das auch wirklich mir selber geholfen, weil ihr wisst auf jeden Fall auch selber, okay, ich bin auch Thema Trendtrap, bin ich da auf jeden Fall auch am Educaten, aber generell, wenn es jetzt einfach ums Thema geht, sag ich mal, allein im Mindset voranzukommen, weil darum geht es natürlich auch, sag ich mal, allgemein gesehen voranzukommen. Und zwar hat mir eine Sache von Hussein auch einen sehr krassen Klickmoment gegeben. Weil Hussein konnte ja leider nicht am Start sein, wie wir auch wussten. Okay, aber im Endeffekt hat er auch über eine Sache gesprochen. Und zwar ist es über das Thema Zeit. Und ich denke vor allem auch, dass es wichtig ist zu verstehen, dass wir jetzt gerade hier gestartet sind. Wir sind junge Leute. Wir sind junge Menschen. Und jetzt gerade müssen wir vielleicht unsere Zeit investieren. Fürs Erste jetzt, sage ich mal, auch gewisse Dinge tun, damit wir, sage ich mal, an unser Erfolg kommen. Weil wir sind vielleicht 18 bis 25 Jahre jetzt hier, sage ich mal, auf dem Call, vielleicht ein paar gibt es noch ein paar ältere Menschen, aber die Zeit, die du jetzt hast, solltest du nutzen, um produktiv zu sein, um wirklich, sag ich mal, auch dir ein Business aufzubauen, damit du eine Einkommensquelle dir generieren kannst. Aber wenn wir uns die Rente anschauen, wissen wir ganz genau, okay, du wirst eine scheiß Rente bekommen. Wenn wir uns genau anschauen, was es für Zahlen, sag ich mal, heutzutage gibt, du wirst nicht aus dieser Armut rauskommen, weil die meisten Menschen bleiben heutzutage arm. Okay, das ist ein Fakt. Wir sind hier gestartet in diesem Business, um unsere weitere Einkommensquelle aufzubauen und um dann langfristig gesehen wirklich sehr gutes Geld zu verdienen. Aber dafür musst du den folgenden Satz merken. Die Zeit, die du jetzt gerade aktuell hast, muss kurzfristig zu deinem Feind sein, damit sie später zu deinem Freund werden kann in deiner Zukunft. Weil wir sind gestartet, um finanzielle Freiheit zu haben. Wir sind gestartet, um zeitliche Freiheit zu bekommen. Aber die Zeit muss kurzzeitig dein Feind sein, damit sie dein Freund werden kann in der Zukunft. Viele Leute verstehen das aber nicht. Viele Leute checken das nicht. Viele Leute denken, ja, okay, ich kann ja so ein bisschen Trading machen. Okay, alles cool, ich brauche ja nichts hoch. So, viele Leute denken so, okay, ich mache hier ein bisschen mal Akquise oder was. Nein! Guck mal, ey. Wenn du mal Leute anschaust wie richtige Unternehmer, Leute wie ein Jeff Bezos, Leute wie ein Elon Musk oder was weiß ich, ey, die haben verstanden, Digga. Ey, du musst wirklich erstmal auch all in gehen. Aber weil wisst ihr, was das Ding ist? Und zwar jede einzelne Person hier weiß ganz genau, okay, schau mal, ich muss eigentlich gewisse Dinge tun, aber sie machen es nicht. Und das ist okay, ich verstehe das. Aber dein Erfolg juckt es nicht.
Dein Erfolg juckt es nicht, ob du mal heute keinen Bock hast, sag ich mal jetzt, zu arbeiten oder nicht. Ihn juckt es nicht. Entweder du wirst Geld verdienen oder eben nicht. Und wenn du nicht die Taten tust, dann wirst du auch nicht in der Lage sein, sag ich mal, um erfolgreich zu werden. Versteht ihr, was ich meine? So. Und deswegen ist einfach eine Sache wichtig, dass du einfach in dem Sinne hier den Arsch aufreißt. Weil eine Sache hat Muhammad Ali gesagt. Und das ist sehr wichtig. Deine Beharrlichkeit hängt von deiner Seele ab. Du musst beharrlich sein. Was bedeutet Beharrlichkeit? Beharrlichkeit bedeutet, okay, dass du am Ball bleibst. Beharrlichkeit bedeutet, dass du, selbst wenn es manchmal dagegen läuft, dass du trotzdem tust. Ich kenne das selber und ich habe das auch auf der Bühne gesagt, als ich dort gesprochen hatte. Ich habe selber mal Tage, wo ich keinen Bock habe. Ich habe selber mal Tage, ich bin nicht perfekt. Okay, und Dan ist genauso nicht perfekt. Okay, ich weiß, wie das ist. Aber was ich verstanden habe, ist, dass es, wenn es um mein Business geht, um mein Warum und mein Why, dass ich keine Excuses haben sollte. Und ja, manchmal habe ich auch Excuses, aber langfristig gesehen geht es darum, dass ich die beste Version von meiner selbst werde. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich es nicht tue, wer dann? Du bist hier gestartet, weil du ganz genau weißt, vielleicht bist du diese eine Person in deiner Familie, die es schaffen kann, vielleicht diese Ketten der Armut komplett zu brechen. Das ist dein Grund, das ist ja der Grund, irgendwo, warum du hier gestartet bist. Du willst irgendwo erfolgreich werden, aber wie kannst du erfolgreich werden, wenn du nicht beharrlich bist? Weil ja, es werden Zeiten geben, da wird deine Familie gegen dich gehen. Und ja, es wird Zeiten geben, da wirst du keinen Bock haben. Und ja, es wird Zeiten geben, da wird vielleicht eine Person aus deiner Familie sterben. Und ja, es wird Zeiten geben, da wird vielleicht dein Freund mit dir Schluss machen oder deine Freundin. Und es wird Zeiten geben, wo es wirklich sehr, sehr, sehr hart für dich ist. Und ich fühle das, weil ich weiß es ganz genau, okay, wie schwierig das manchmal sein kann. Aber wenn du nicht weitermachst, dann kannst du nicht erwarten, dass du dein Leben verbessern wirst. Weil ich habe heute lustigerweise einen Instagram-Post gemacht und ich habe da auch über eine Sache gesprochen. Okay, das hat jetzt nichts mit dem Event zu tun, aber generell ist es wichtig zu wissen. Und zwar, der einzige Grund, warum ich zumindest ein kleines bisschen weiter bin als hier, und ich bin nicht krass, um Gottes Willen, ich bin nicht krass. Nur weil ich hier spreche, bedeutet das nicht, dass ich irgendwie was ich bin. Okay, so. Ey, Leute wie ein Jerome Tolliver, Leute wie ein Erik Lukas, ein Hussein Yaber, ein Ilya Zubis, das sind krasse Menschen. Versteht ihr, was ich meine? So. Ich bin dann nicht so eine Person. Okay, aber wenn ich hatte einfach nur Gott auf meiner Seite und ich wusste ganz genau, wenn ich einmal nur weitermache, dann werde ich alles bekommen, was ich brauche. Weil Gott hat mir alles geschenkt, was ich brauchte. Weil ich wollte Stärke haben. Und Gott hat mir harte Zeiten gegeben, damit ich stärker werde. Ich wollte Liebe haben und Gott hat mir Menschen gegeben, die ich mir kennenlassen haben, was wahre Liebe bedeutet, was wahre Freundschaft bedeutet. Ich wollte Wissen haben und Gott hat mir Probleme gegeben, die ich lösen musste. Und ich wollte Weisheit haben. Okay? Und er hat mich durch Schwierigkeiten gebracht, damit ich daraus besser werden musste. Okay, das ist wichtig zu verstehen. Du hast diese harten Zeiten vor dir. Aber wenn du es nicht, aber wenn, wenn du nicht darüber hinausgehst und verstehst nicht, was das Gott dir schmiedet, dann wirst du nicht diese Hoffnung nicht drin haben. Aber die Hoffnung brauchst du. Okay. Ich habe viele Sachen gesagt, es gab sehr viele Parts. Okay, sei es jetzt irgendwie mit von Daniel Zubix, okay, wo auch wirklich er über eine sehr, sehr krasse Story geredet hat, wo er auch darüber gesprochen hat. Okay, also ich fand wirklich den Part von Daniel Zubix auch wirklich sehr, sehr emotional. Ich kannte tatsächlich schon die Story. Ich werde es jetzt nicht hier nochmal widerspiegeln, weil ich meine, das war eine Sache fürs Event gewesen. Und das wäre jetzt zu lange, wenn ich das dir sagen würde. Aber ich will, dass du dir einfach eine Sache merkst, vor allem auch an jede einzelne Person, die hier im Call ist. Ihr wisst ganz genau, später kannst du vielleicht, sag ich mal, auch auf diese Bühne gehen. Später hast du vielleicht, später bist du vielleicht auch wie ein Jerome, später bist du auch vielleicht wie ein Erik, wie ein Hussein oder was weiß ich. Und du wirst auf diese Bühne geschickt und es wird dein Name rufen. Ladies and Gentlemen, please welcome to the stage, Mr. or Mrs. Und dann wird dein Name gesagt. Wow, und dann gehst du auf diese Bühne. Okay, und Leute, das ist mal ehrlich, okay, wer von den Jeromes Entry eigentlich, dass es der geilste war. Ich fand wirklich, Jerome hatte den geilsten Entry von allen, okay? Also, er kam mit diesem Lied, bam, er hat das wirklich abgedanced, das war geil. Okay, so. Merkt es aber nur einen Punkt. Und zwar, schau mal, visualisiere, dass du auch irgendwann auf diese Bühne kommst. Du kannst auch irgendwann auf diese Bühne kommen. Und es ist wirklich möglich, dass du dorthin kommst. Wenn das nicht dein Ziel ist, ist es okay. Wenn du das nicht anstrebst, ist es nicht schlimm. Aber wenn du das vielleicht immer auch in dein Ziel siehst und vielleicht auch Bock hast, irgendwann mal dort drauf zu kommen und zu verspüren, was es bedeutet, okay, andere Menschen deine Mehrwert zu geben, dass andere Menschen dir zuhören, dann geh auf die Bühne, als hätte Gott dich dorthin geschickt. Geh auf diese Bühne, als hätte jemand dich dorthin gesendet, weil es einen Grund hat. Und dieser Satz kommt nicht von mir, sondern da kommt von Erik Lukas.
Okay, weil ich zugehört habe, auch mitgeschrieben habe auf dem Event. Okay, also deswegen, Leute, okay, ich hätte gesagt, ich gebe das Wort jetzt einfach erstmal ab an unsere Ablage, an unseren Mentor, Mr. Daniel Reich. Ich werde auch auf jeden Fall nochmal ein paar Punkte vorbereitet, okay? Und Leute, ich bin euch ehrlich, ich bin an Daniel wirklich absolut alles zu verdanken, weil dieser Mann hat mich damals eingearbeitet hier in diesem Business, okay? Ich weiß auch damals, Leute, wir haben es echt gut heutzutage, okay? Du hast eine NBA-Website, du hast so viele Sachen, ey, du hast so viele schöne Dinge hier. Okay, damals wurden wir eingearbeitet mit fucking WhatsApp-Nachrichten. Okay, so war meine Einarbeitung gewesen. Okay, so. Das heißt, damals hatten wir noch nicht so viel. Daniel war aber die Person gewesen, die schon immer für mich ein Mentor gewesen ist. Daniel hat mich geschmiedet. Daniel war die Person gewesen, die mich irgendwo erbaut hat. Ich bin dankbar für einen Daniel Reiche, weil ich ganz genau weiß und ich so viel Respekt vor diesem Mann habe, weil ich weiß, was er alles im Hintergrund macht, was du gar nicht siehst. Aber lasst uns mal ein bisschen Liebe Daniel zeigen. Schreibt mal ein Herz für diesen Mann in den Chat. Wir wissen alle ganz genau, was das für eine krasse Persönlichkeit ist. Wir wissen alle ganz genau, wie viel er jeden einzelnen Tag macht. Deswegen, Daniel, Bro, ich bin dankbar dafür, dass du hier nochmal ein paar Punkte vorbereitet hast, dass unser Team nochmal educated ist. Deswegen würde ich sagen, Bro, ich übergebe dir auf jeden Fall das Wort. Danke auf jeden Fall dafür, dass du die Chance hattest, hier zu sprechen. Wir sagen, let's go, Brother, crush it. Yes, Sir. Wow, Guys, was war das für ein Motherfucker-Part von einem Tom, Guys? Wow. Wer feiert das Ganze, Guys? Wer hat was dazugelernt? Wer hatte Klickmomente, Guys? Wer ist ready for next level? Wer hat mehr Bock, mehr Geld mit Trading zu machen? Ja, zu wachsen persönlich und so weiter und so fort. Weil, Guys, ich bin es definitiv, okay? Ich bin ready, Guys. Ja, ich hoffe, ihr seid es genauso. Ich habe gerade gesehen, Guys, vier Leute sind geliebt von 72 auf 88, 68, Guys. Das geht nicht, okay? Ich weiß nicht, wer diese Person war, aber ruft ja an, die soll wieder zurückkommen. Weil sie wird echt, echt, echt viele geile Dinge verpasst. Aber, Guys, bevor ich ganz kurz wieder mal weitermache, eine wichtige Ankündigung. Wegen der Tour noch mal ganz kurz. Wir haben, Guys, einen Kanal, okay? Wir haben einen Kanal, Guys, auf WhatsApp, den Ilya Zubix höchstpersönlich erstellt hat. Falls du irgendwie nicht drin sein solltest, geh auf deine Upline zu und check das Ganze auf jeden Fall ab. So sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Einfach, dass ihr informiert seid, alright? Das ist dieses Kanal One More Run, okay? Mit diesem Zeichen. Ganz, ganz easy. Dort sind alle tatsächlich, also wenn man ganz kurz draufklickt, alle Städte drin, okay? Da sind alle Gruppen für alle Städte drin, wo du dabei sein kannst. Für dich ist wichtig, eine Sache zu tun. Ich habe das Ganze auch gerade weitergeleitet in die Teamgruppen. Beitrete den Gruppen, okay, die zu deiner Stadt gehören, wo du dabei sein willst oder wo dein Team dabei sein wird. Damit du alle Informationen mitbekommst und nicht verpasst. Bitte gib das auch genauso weiter an alle, damit alle informiert sind. Und tatsächlich, Guys, ja, wir werden schon den ersten Launch-Call haben. Ja, einfach, dass ihr alle Bescheid wisst. Am Freitag diese Woche, also übermorgen, um 19 Uhr für Dortmund, Köln, Frankfurt, Biel, Zürich, Linz und Wien. Nochmal, für Dortmund, für Köln, für Frankfurt, für Biel, Zürich, Linz und Wien. Wenn du da irgendwie eine Prise hast, verschiebe es. Verschiebe es jetzt. Weil dieser Call ist sehr wichtig. Weil in diesem Call wird dir Ilya Zubix höchstpersönlich erklären, wie du das Event nutzen kannst, um dein Next Level zu erreichen. Geist, dieser Mann nimmt sich die Zeit. Und seine Zeit ist wertvoller als jeder Call, als jede Präsi, als jedes Closing. 19 Uhr, trage ich das Ganze ein, wenn einer dieser Städte auf dich zutrifft, okay? Ich werde es gleich nochmal ganz kurz in die Teamgruppe weiterleiten, dass ihr alle Bescheid wisst. Und checkt auf jeden Fall ab, dass ihr unbedingt dabei seid in der Gruppe von der Stadt oder in dem Kanal. Alright? Ansonsten, Guys, zu meinem Part. Schaut mal. Ich habe auch ganz kurz mir ein paar Gedanken gemacht und ein paar coole Dinge für euch ausgedacht für diesen Call. Ich wollte ganz kurz auf ein paar Sachen eingehen, die mir auf dem Herzen gelegen haben. Ja, die ich selber gelernt habe, weil ich meine, Guys, ich war mittlerweile tatsächlich auf unzähligen Events. Ich war mittlerweile auf so vielen Events, das ist insane. Ja, ich habe sehr, sehr viel dazu gelernt, sehr viel gesehen, sehr viel mitgenommen, so gesehen. Versteht ihr, was ich meine? Und ich kann euch eine Sache sagen, Guys. Sehr viele Parts waren krass. Aber ich habe mir ein paar Parts, was heißt nicht rausgeschrieben, aber mir Gedanken gemacht, die auf mich die größte Wirkung hatten, wo ich persönlich der Meinung bin, wenn du das in dein Leben anwendest und das nochmal rekapitulierst und mal reflektierst, es wird deinem Leben sehr viel geben. Und ich meine, das Thema Beharrlichkeit hat der liebe Tom schon von Mohammed Ali angesprochen. Aber ich finde, das Thema Ups und Downs ist wichtig, weil, schau mal, Guys, Motivation ist eine coole Sache. Aber ich will, dass du ab heute, nach diesem Call, Guys, wir sind ein Team und wir müssen denken wie Unternehmer, das Wort Motivation vergisst. Bitte jetzt macht Folgendes mit mir zusammen. Nimm einen Stift, okay? Nimm dir einen Stift, genau jetzt. Nimm ein Blatt. Schreibe Motivation auf. Jeder einzelne Geist. Schreibt euch jetzt das Wort Motivation auf, genauso wie ich es gerade gemacht habe. Okay? Schreibt euch das auf. Seht ihr das? Macht das ganz kurz bei euch. So. Simpel. Und jetzt, was ihr macht, Geist, mit aller Kraft, die du hast, zerstreiche dieses Wort
sodass man gar nicht mehr auf dem Papier sehen kann. Damit du dir mal selber klar machst, ey, ab heute vergesse ich dieses Wort. Ab heute wird dieses Wort keine Rolle und keine Signifikanz in meinem Business und in meinem Leben spielen. Und so muss es jetzt aussehen. Weil Motivation ist ein Gefühl, Geist, was kommt und geht. Was kommt und geht. Und wenn es geht, willst du doch nicht deine Ziele gehen lassen, nur weil das Gefühl geht. Verlasse dich auf nicht Motivation, aber Dedication. Geist, auf Hingabe, auf dein Warum, auf deine Ziele. Weil Geist, ich bin persönlich immer so fröhlich, wenn ich in einem Down bin. Ja, weil ich weiß, es kommt jetzt hinab. Weil Geist, was kommt nach einer Nacht? Immer ein Tag, oder? Simpel. Aber wenn ich oben bin, Geist, dort habe ich Angst. Wenn es mir gerade sehr gut geht, dort habe ich Angst, weil ich weiß ganz genau, ey, es wird eine Zeit kommen in meinem Leben, in meinem Business, wo auf einmal es mir schlecht gehen kann. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen pass wirklich auf. Lege Fokus auf Lektionen und nicht auf den Schmerz. Lege Fokus auf Lektionen und nicht auf den Schmerz. Und ich gebe dir jetzt 4 Punkte mit, wie du mit schwierigen Situationen in deinem Leben umgehen kannst. Erste Sache. Akzeptiere das Ganze. Punkt Nummer 1, das ist ein kleiner Blueprint. Akzeptiere das Ganze. Weil ich meine, it is what it is. Wenn irgendwas passiert ist, ich meine, du kannst ja nicht in die Vergangenheit zurückreisen und das verändern. Lerne es zu akzeptieren, dass Dinge, die du nicht kontrollieren kannst, du nicht kontrollieren kannst. Punkt Nummer 2, schreibe alle Schwierigkeiten auf, die gerade deine Seele vielleicht belasten. Alle Dinge, die dein Herz belasten. Weil wenn du ein Physiker, nicht auf Handy Geist, auf ein Blatt mit einem Stift physisch. Es gibt ja eine Erleichterung. Vertrau mir eine Sache. Okay? Punkt Nummer 4. Schreibe dir die Frage auf und beantworte sie dir jedes Mal. Mittlerweile ist es so tief in meinem Unterbewusstsein, was ich halt mittlerweile antrainiert habe, was bei mir mittlerweile einfach auf Autopilot ist, was gut ist. Und das ist dein Ziel. Wie kann ich dieses Problem lösen? Denke lösungsorientiert, weil das macht erfolgreiche Menschen aus. Und Punkt Nummer 4. Löse dieses Problem. Okay, was ich immer gemacht habe manchmal, ich habe auf ein leeres Blatt auf den Tisch gelegt, ihn einfach angeschaut und ich habe mich gefragt, und das ist auch ein sehr wichtiger Tipp, was ich dir für heute allgemein für das Leben mitgeben kann. Egal ob es im Network, im Trading, in Lebenssituationen, in Streitigkeiten, in Problemen ist, frage dich immer, wer ist dein Idol? Wer ist dein Vorbild? Vielleicht ist es ein Jerome Tolliver, ein Ilya Zubiks, ein Hussein Yaber, vielleicht sogar mal meine Wenigkeit, Tom, William, egal wer das ist. Frage mal dich, was würde eine William tun. Was würde ein Tom in dieser Situation tun? Wie würde ein Daniel denken? Wie würde ein Jerome denken? Frage dich diese Dinge, weil jedes Mal, wo ich Dinge habe, mit denen ich vielleicht nicht gut umgehen kann, ich frage mich genau das und auf einmal habe ich die Lösung. Weil Gedankengeist beeinflussen unsere Gefühle und Gefühle Handlungen. Handlungen führen zu Habits, also zu Gewohnheiten. Unsere Gewohnheiten bilden unseren Lifestyle und unser Lifestyle unsere Resultate. Deswegen mein Tipp an dich. Fang an, richtig zu denken. Egal, was du gerade durchgehst, egal wie schwer es ist, ey, come on. Ja, du bist hier gestartet, um dein Leben zu verändern. Ja, und genau diese Dinge kommen, weil du getestet wirst. Versteht ihr, was ich meine? Geist, ich meine, ich will das mal ganz kurz aufgreifen und ich schicke es mal ganz kurz in den Chat, weil, Geist, lustigerweise, Schicksal, wer weiß, aber Tom hat einen Post heute gemacht, genau über dieses Thema, und zwar Never Give Up. Er hat gesagt, und ich zitiere das Ganze mal ganz kurz, wirklich geiler Text, Bro. Er meinte, Gott hat mir alles geschenkt, was ich brauchte. Ich wollte Stärke und er hat mir die harten Zeiten gegeben, damit ich stärker wurde. Ich wollte Wissen, also hat er mir Probleme gegeben, die ich lösen musste. Ich wollte Liebe, deswegen gab er mir Menschen, die mich erkennen lassen haben, was wahre Liebe und Freundschaft bedeutet. Ich wollte Weisheit, also gab er mir Schwierigkeiten, aus denen ich gelernt habe und Aktionen ziehen musste. Ja, also Universum, Gott, egal woran du glaubst, wird dir alles geben, was du brauchst. Er wird dir aber es nicht schenken. Du siehst vielleicht es nicht, weil du es nicht verstehst, wie er dich schmiedet. Und allein dieser Gedanke hat mein gesamtes Leben schon damals komplett vor Jahren verändert. Deswegen lass uns richtig denken. Geist, Mr. Muslim Demir hat eine Klarheit verschaffen mit seinem Part. Und das war ein geisteskranker Part, you versus you. Und hat 3 Fragen gestellt. Und wenn du diese Fragen immer noch nicht ausführlich beantwortet hast, nicht im Kopf nebenbei, richtig, dann tu es heute. Wer bin ich? Kennst du dich überhaupt? Bist du Michelle? Bist du Alex? Bist du Raoul? Bist du Masu? Bist du Ezra? Oder was bist du? Wer bist du? Kennst du dich? Deine Stärken, Schwächen. Punkt Nummer 2. Wer will ich sein? Wer willst du sein? Welche Eigenschaften, welche Charaktereigenschaften? Wer willst du sein? Okay. Punkt Nummer 3, wie will ich leben? Wie will ich leben? Du musst es wissen, wie willst du leben?
Weil ich meine, Guys, dieses Business ist 150 Euro wert, for real. Du bezahlst 150 Euro im Monat, damit du die Möglichkeit bekommst, von Multimillionären zu lernen, was normalerweise vierstellig kostet. Und wenn du das mal kaufen solltest, irgendwelche random shitty Kurse, ja, bekommst du eine Academy mit 20 Videos und bekommst keine Unterstützung, keine Menschen, die dich um 0 Uhr nachts anrufen und fragen, wie es deiner Mutter geht. Ja, keine Menschen, die für dich in eine Stadt fahren und deren Zeit in ihrer Familie opfern, damit dir es besser geht und dein Business aufgebaut wird. Das bekommst du dort nicht. Und hier für 150 Euro. Meine Frage zu dir: Sind 150 Euro nicht deine Mutter wert? Nicht deinen Vater wert? Nicht vielleicht deine zukünftige Kinder wert? Guys, check mal, was wir in der Hand haben. Und lerne mal Nein zu sagen, genauso wie es ein Ilya Zubiks uns geteacht hat. Du brauchst in deinem Leben eine Season of No. Eine Zeit in deinem Leben, wo du lernst, Nein zu sagen. Ja, ein Mentor-Mentee-Verhältnis aufgebaut hast. Weil schau mal, was damals mir geholfen hat, ist ein blindes Vertrauen aufzubauen meinem Mentor gegenüber. Weil er hat schon diese Dinge erlebt. Er hat diese Probleme schon wirklich aufgearbeitet. Wenn ich einfach das tue, was er sagt, blind, dann bekomme ich doch das, was er schon bekam. Weil er ist ja da, wo ich hin will. Oder? Und Ile meinte ein Beispiel, und zwar eine Metapher. Stell dir vor, dein Mentor ist am Autofahren auf einer Autobahn mit dir zusammen. Er ist in einem Auto, aber 3 Kilometer weiter als du. Du fährst genau dieselbe Straße, aber hinter ihm. Okay? Und er sagt dir: Hey, pass auf, Tom, da ist ein Blitzer. Aber du sagst ihm: Bro, nein, da ist kein Blitzer. Und dann fährst du weiter noch schneller und kassierst einen fucking Blitzer. Und das passiert so vielen Menschen in diesem Business, die einfach nicht blind vertrauen, die eigenes Ding machen und die ganze Zeit Blitzer kassieren, bis die fucking MPU machen müssen und deren kompletten Führerschein verlieren. Seid doch nicht so dumm. Seid doch einfach die Person, die wie smarte Menschen aus Fehlern anderer lernt. Okay? Sei ein richtiger Mentee, weil so wie du es bist, so werden deine Mentees dir gegenüber sich verhalten in der Zukunft. Okay? Und vor allem, um wirklich das mal abzurunden, lerne den Traum anderer Menschen für sich sterben zu lassen, sodass dein Traum leben kann. Weil wie oft ist es so, dass viele Menschen, deine Eltern wollen, dass du das studierst, deine Tante will, dass du das machst, dein Onkel will, dass du diese Arbeit ausübst, dein Dad will, dass du in dieser Firma arbeitest, deine Mutter will, dass du auf einmal mit ihm. Guys, alles gut und ich liebe selber meine Familie vom innersten Herzen, aber deren Leben ist nicht dein Leben. Nochmal, lerne den Traum anderer Menschen für sich sterben zu lassen, sodass dein Traum für dein eigenes persönliches Leben wirklich mal leben kann. Und das ist das, was ich damals durch die Jahre gelernt habe. Ein so wichtiger Punkt. Deswegen, Guys, verpasst das Ganze nicht. Hab das Ganze wirklich vor Augen. Lerne zu brainstormen. Wenn du Probleme hast, setz dich einfach hin und denk nach. Nimm dir ein Blatt Papier und frag dich, was ist die Lösung und schreib sie dir auf. Weil viele Leute haben Belastungen im Kopf, Probleme, aber sie denken nicht darüber nach, wie sie sie lösen. Das ist so simpel. Sei nicht ein NPC, sei nicht auf Autopilot. Und wie du durch harte Zeiten gehen kannst, will ich dir ganz kurz ein Video zeigen. Ja, wie du am Ball bleibst, wäre sogar, wenn du kurz davor bist, aufzugeben. Von einer Person, von der ich damals sehr viel gelernt habe. Ich will nicht zu viel jetzt einleiten, aber das Video geht ein paar Minuten und ich bitte dich zuzuhören. Ich bitte dich wirklich aufzupassen, weil diese Aufnahme damals bei mir einige Erkenntnisse kreiert hat. Alright? Mit diesen Worten, Guys, ich spiele es mal ganz kurz ab und let's go. So check it out. So there was this kid and his family. They moved around a lot. Anybody here know somebody that their family moved around a lot? Anybody know that? So this kid and their family, like they moved around a lot and they never got a chance to really settle in. The dad was a horse rancher, and so he would move from farm to farm, and he's talking, you know, he's trying to get his son to get things together. Anyway, his son was bad in school because he was disconnected. Because you know, from time to time, when you don't have any stability, you just kind of do things that don't make any sense. He didn't have a lot of friends, moved around a lot. Anyway, he got to a point in his life where he was in 12th grade, and the last assignment, he had to pass that assignment to pass the class. Anybody here ever been in a situation where you got to pass something? Y'all know that nervousness that you feel? It's like, man, it's showtime, right? That's where he was at. So the teacher says, look, this is your assignment. She says, I want you to write out what your future is going to be like. And now he got excited because he was like, man, first of all, he knew he could do it. And the second thing is he had never really thought about like what he wanted in his life. He's like, man, I know what my parents had done. I know what I've been through, but I never really thought about my future. And so he gets home from school. He's excited. He runs home.
He gets into his room and he gets the pen out and he starts writing, man. He's like, man, I want to have an amazing family. I want to have a beautiful wife. I want to have a 4,000 square foot house, 200 acres, horses. And he's just going page after page after page after page. And before you know it, he writes this 7-page paper. And he's like, man, this is it. Next day, he goes to school, and he's so proud. Like, y'all know when y'all put everything you got into something, and you just proud of what you made? So he's proud. He goes to school. He's like, man, this is it. And that moment changed his life, because he never really started to think about any of this stuff before. Now he was in dream mode all the time, thinking about, man, I want this and I want that. And the possibilities started to open up to him, all off of a school assignment. 2 days later, y'all know how it is, the teacher's passing out the papers. So she's passing out a paper, he gets his on his desk, and he looks at it, and it has an F on it. Like, I don't know if y'all have been in a situation where you put your all into it and you still fail. Man, I'm telling you, it's one of the toughest things. Like, man, you giving everything you got, you putting everything you got into it, all your passion, all the feeling you got, and you still just somehow come up short. So he was more broken and hurt than disappointed. So he goes to the teacher after class and he's like, man, I'm trying to figure out how could I fail this test. The assignment was for me to write my future out the way that I see it. Like, how can I fail that? She said, I don't know how to say this, but it just wasn't realistic. I mean, a kid like you, your background, your family moved around a lot. You don't have a lot of resources. You don't have any money. I guess I'm not saying that it's unrealistic. It's just unrealistic for you. But she said, look, here's what I'll do, because I know you need this to pass the class. She said, I'll give you another shot. You can write another paper. Now he's messed up, because it's like, you know how you got your mind set on something? Like, anybody here been hungry? You got something in the refrigerator? You got your mind set on it, and then you get home, and it's what? Gone. You be like you eat something else, but it's not the same. And it's like, man, I could write another paper, but it just wouldn't be the same. So he goes home and he tries to start on the paper, and he starts and he's stopping because he can't quite get it. He feels like he's almost selling out on what he said he wanted his life to be. So he goes to talk to his parents. He says, Mom, Dad, this is what happened. And the parents said, look, you got a choice to make, son. This is your life. So he goes upstairs, and you know, y'all know how it is. Sometimes you just got to do what you got to do. So he gets up to his room and then he starts on the paper, and as he's writing, man, the tears are just like going down his face, because he's like, man, I know what I want. And it was just tough for him to do it. So he can barely sleep that night trying to figure out what to do with this paper, man. He's like, he's got this tough decision to make. So he goes to class the next day. He's got the paper, and the teacher says, she said, did you get a chance to do your paper? He said, yes, ma'am, I did. Hands her the paper. And she's like, thank you. She looks at the paper, and she's like, wait a minute, this is the same paper. She said, this is the same paper. He said, yes, ma'am, it is, but here's what I need you to do. I'm going to let you keep your F, and I'm going to keep my dreams. Look, I don't know if you guys called. He said, well, I'm going to let you keep your F. I'm going to keep my dreams. Look, you got to get to a point in your life where you stop letting people's opinion and their how they feel about stuff be your reality. You tell people, you know what? You keep your opinion. I'm going to keep my dreams. I don't care what you think about what I got to say. I'm going to keep going through the tough days. Guess what? But look, for him, that wasn't just some quote. That it wasn't a Facebook post. See, sometimes we get it mixed up. We have some motivational quote, something that we want to say, but you still got to go through the process. See, for him, he didn't just say that and forget about it. Hey, look, fast forward his life. Everything he wrote down, he got. The amazing family.
beautiful wife, the house, the horses. He got it all. And over the fireplace, guess what he did? He had that paper with the F on it. See, he used what was a trying situation, something that was demotivating, and he used it to motivate him to get to success. See, when people come with you with some negative stuff, you got to learn how to take your pain, and you got to learn how to take it into something that's going to motivate you to do something better with your life. See, he mastered the skill of holding on through the process. And what I need you guys to do, I know it's going to get hard. When you leave this event, it's going to be some stuff that happens. Life is still going to happen, but I need you to find a way to master the process. Master holding on through the process. It's one of the toughest things you're ever going to have to do, but you have to find a way to hold on during the process. You got to find a way to hold on during the process. Look, when things get tough, when the money's not in your bank account, when you can't get the money to come up what you need, your tire blows out, you go through some health problems. I know it's tough, guys, I do. But I need you to find a way to hold on. You hold on through the disappointments. You hold on through the tragedies in your life. You just keep finding a way to hold on. Look, and if you make this a goal to hold on every single day, when things get tough, eventually you'll get to a point where you're there. Man, I didn't know I was going to be here, guys, I promise you. But when things got tough, guess what I did? I kept going. When tragedy struck, guess what? I kept going. I got ripped off many times. I kept going. Family problems, life problems. Look, quitting, it is an option. I know. But I need everybody in here to find a way to hold on. You got to find a way to hold on. And you got to remember the process. The process is what nobody else can see. I posted about it. I said, look, somebody that's serious about their goals, they're putting in work when nobody else is watching. You got to start putting in work when nobody else is watching. And it's going to be tough, man. You're going to have some tears. But when you make it there, I promise you it's worth it. So if you're trying to have a great family, you're trying to have a great business, you're trying to have great health, I don't know what success is for you, but I encourage everybody in here to find it. You all already know by now, because I believe that everybody in this room deserves whatever success is for you. So when it gets tough, I need everybody in this room to what? I need y'all to say it one time for the people that's out there. When people tell you that it's time for you to quit, I need you to find a way to what? Hold on! Every single time. You deserve greatness, and everybody in here will get it. Thank you guys for your time. Wow. Guys, was sagt ihr? Hör mal irgendwas in den Chat. Ich bin wortlos. Guys, jedes einzelne Mal aufs neue Gänsehaut. Das ist crazy. Einfach trust the process. Bleib am Ball. Egal wie schwer es sein wird. Es zählt nur das, was du tust, wo keiner zuschaut. Und du wirst keine Anerkennung bekommen. Aber wirst trotzdem weitermachen. Mit Tränen in den Augen. Aber es lohnt sich. Und das ist genau das Ding, guys. Ich will nicht mehr hinzufügen. Ich will nur von meiner Seite aus nur sagen, guys, das ist genau das, was wichtig ist. Falls jemand es nicht verstehen sollte wegen Englisch, ey, mein Beileid. Aber Georg, deine Ablenkung, lass es übersetzen, weil diese Story, das ist eine Geschichte, die definitiv du, die ich meinen Kindern erzählen werde, ja, um sie aufzubauen. Und das ist crazy. Das ist mehr als krass. Für die Geister unter uns, die E7, Rising Star und U1K gehen wollen, eine kleine wichtige Sache am Ende, bevor ich das Ganze vergesse.